Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Trainingstechnik-Video gemeinsam wieder mit Stefan an meiner Seite. Danke Stefan, dass du wieder Zeit genommen hast. Freut mich wirklich sehr. Es ist mir eine Freude, das Danke. Wieder mit dir anzuschauen und den Leuten da draußen vielleicht den einen oder anderen nützlichen Hinweis zu geben, wie er sein Training maximieren und besser machen kann. Ja, und natürlich genauso auch für mich, weil ein paar Hunde haben sie sicher wieder eingeschlichen. Vielleicht einmal im Vorhinein, was wir alles gemacht haben. Also die erste Übung, das war der Latzug breit im Obergriff. Zweite Übung in dem Fall war dann der Latzug eng. Dritte Übung war vorgebeugtes Rudern. Vierte Übung, lass mich kurz überlegen, das war, ja, wie nennen wir es? Nennen wir es Facepulls. So in die Richtung, oder würde ich sagen? Ja, Facepull High Row, so in die Richtung. Genau, Facepull High Row. Und die fünfte Übung waren nachher Überzüge. Überzüge. Genau. Stefan, das Erste, was mir da gerade auffällt, Augenkrebs. Die violetten Pads von den Banata-Maschinen und das blaue Handtuchel passen gar nicht zusammen. Ja, ich bin froh, dass ich trainieren kann, einfach gerade wirklich. Also das Violette, ja. Ich bin einfach happy, dass ich trainieren kann. Das ist Schlimmeres. Ja, Stefan, ich habe mich nämlich selber gefragt beim Training. Ich habe das so ein bisschen versucht zu analysieren. Wo siehst du persönlich beim Rücken die größte Schwäche bei mir? Der Rücken ist eigentlich eher einer deiner ganz, ganz großen, Bonuspunkte. Wir haben früher mal, wenn du dich erinnern kannst, einmal den zweiten Fabi-Arsch gehabt, ja. In dem das der Rückenstrecker und der untere Anteil des mittleren Rückens so dominant war und der Lat und vor allem der obere Rücken nicht wirklich dazu gepasst hat. Das heißt, zu diesen Zeitpunkten rechnen wir jetzt einmal 4, 5 Jahre zurück, glaube ich, müssen wir zurückrechnen. Da haben wir noch einfach eine Disbalance im Rücken gehabt mit einem zu dominanten unteren Rücken und einem zu schwachen Lat und oberen Rücken. Yes. Das hast du aber eigentlich vollkommen ausgebessert. Also man kann immer ein bisschen mehr Lat haben. Ja, das sehe ich wie du. Es kann von unten immer schöner noch grundsätzlich rausgehen, aber trotzdem ist bei deinem Rücken, muss man ganz ehrlich sagen, das ist Nörgeln auf hohem Niveau. Also das ist mitunter einer deiner mittlerweile deiner ausgeglichensten und besten Muskelpartien, die du hast. Super, danke dir. Aber meine persönliche Ansicht ist ja so, und deswegen, ich meine, warum jetzt einmal so, ich weiß nicht, wie verfolgst du das? Bist du so ein Freund, dass du sagst, okay, du untergliederst das Training ein bisschen in Rückenbreite, wenn man es jetzt so pauschalieren will, und Rückentiefe? Schwierig. Es ist ja schwierig, das objektiv so zu unterteilen. Ich unterteile am lieber in Übungen, die einen Lat-Fokus haben. Das heißt, es sind die ganzen Übungen, die so eine kreisrunde Bewegung nach innen sind, ja, oder auch so eine Bewegung, wo ich diese Schulterblattbewegung drinnen habe, in einer Rotationsbewegung einerseits in der Ebene oder in der Ebene, also von vorne nach hinten. Und muss man schon ein bisschen sagen, in Dichteübungen, oder nennen wir es Dichteübungen, die den Rücken in die Tiefe belasten, sprich alles, was Richtung Trapez geht, Rhomboideen geht, und zum Teil dann auch unteren und mittleren Rücken geht. Diese Unterteilung schon, aber ich mag das eigentlich relativ gern in einem Workout auch zusammengefasst zu haben, zwar immer ein bisschen einen unterschiedlichen Schwerpunkt zu haben. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich arbeite da mit unterschiedlichen Rotationen, sodass es immer wieder einen unterschiedlichen Schwerpunkt gibt. Aber ich mag es grundsätzlich schon, den Rücken komplett und zu trainieren und jetzt nicht unbedingt in diese zwei Unterteilungen tageweise aufzusplitten. Es gibt immer wieder viele Studien, die was zum Beispiel sagen, dass vorgebeugtes Rudern grundsätzlich vor der Muskelaktivität zum Beispiel ein Latzug überlegen ist. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, und ich fange halt ganz gerne an mit zwei Latzugübungen, weil ich sage, ich kann mein Lat gefühlt besser isolieren. Einfach immer fürs gute Gefühl am Anfang. Ich finde vorgebeugtes Rudern eine großartige Übung, braucht man nicht diskutieren, aber wenn du das Fitnessstudio durchschaust, dann machen mehr als 50% der Leute vorgebeugtes Rudern jetzt sicher nicht für den Lat und ja, haben so gut wie gar keine Lat-Aktivität drinnen, sondern ziehen sehr viel in Nacken, sehr viel in Trapez und ziehen sehr viel in Arm vor allem. Das heißt,
die Bewegung im Rücken ist ganz einfach nicht da. Also es ist sicher mehr, ich nenne es jetzt einmal Gefahrenpotenzial beim Langhantelrudern da, um wirklich effektiv den Rücken zu treffen. Ich kenne zig Menschen, die mit 170 Kilo oder 180 Kilo Langhantelrudern kennen und einen Rücken haben wie ein Strich. Also ja. Das ist jetzt grundsätzlich ist eine absolut tolle Übung, aber die muss halt wirklich aus der richtigen Bewegungsebene kommen, um die Vorzüge dieser Übung auskosten zu können. Cool, ja. Ist aber am Ende aller Tag bei keiner Rückenübung anders. Rücken ist ja mit dem Beinbizeps, würde ich jetzt sagen, die Muskelgruppe, wo die Leute die meisten Probleme haben, sie zu aktivieren. Oder den Rücken zu spüren. Und das hat, wie ich das letzte Mal auch schon gesagt, nicht immer was mit Schwung oder sonst irgendwas zu tun, sondern wo kommt die Bewegung her? Und beim Rücken ist es halt sehr, sehr oft so, dass Initialbewegung aus dem Bizeps kommt und oft auch die Endkontraktion aus dem Bizeps kommt und die Rückenmuskeln einen minimalen Anteil in der Arbeit machen. Und das ist das, wo man den Fokus in der Bewegung legen sollte, um da einen maximalen Erfolg im Rücken erzielen zu können. Also tatsächlich habe ich eigentlich, obwohl der Rücken wirklich gut aufgehört hat und du sagst, dass es sicher eine meiner komplettesten Muskelpartien ist, habe ich trotzdem immer wieder das Gefühl, beim Rücken muss ich mich echt am stärksten drauf konzentrieren, dass ich da hinkomme, wo ich hinkommen will. Ja, ist es auch so. Es ist so. Dadurch, dass du, weißt du, dass auch aufgrund der Schultergelenkstruktur und der vielen Ebenen und der vielen Muskelketten, die da mit reinspielen und der vielen Muskelketten, die da in der Bewegung reinspielen und aufgrund von entwicklungsgeschichtlichen Geschichten, die wir jeder als Mensch durchgemacht haben und Bewegungsmuster, die wir eingelernt haben und dominante Muskelketten, die wir haben, ist es da halt wirklich, wie du sagst, ganz, ganz schwierig, dann die rauszufiltern, beziehungsweise die zu beanspruchen, die ich mit der jeweiligen Übung auch beanspruchen will. Voll. Weil halt oft andere dominante Muskelketten da sind, die da problematisch interagieren. Ja, voll. Aber wie gesagt, wir starten einfach mal mit der ersten Übung rein und schauen sie uns an. Ja. Was man da jetzt schon schön sieht, schaut euch einmal an, die Ebene, in der sich das Seil und die Stange bewegt und dass der Ellbogen in der gleichen Flucht mit nach hinten geht. Das ist das, so wie es für mich und für so wie ich es gerne habe oder wie ich den Lat beanspruchen mag, am liebsten habe. Man sieht sehr oft, dass der Ellbogen in dieser Latzi-Bewegung nach vorne wegdriftet. Ja? Und wenn ich jetzt eine Zugbewegung so nach unten mache und die Ellbogen sind da vorne, kann ich da nie eine Rückenaktivität zusammenbringen. Sprich, ich ziehe es rein aus dem Bizeps. Ja. Und das macht der Fabian in dem Fall eben nicht, sondern die Kraftachse bzw. die Belastungskurve geht vom Seil in derselben Ebene über die Ellbogen über und gipfelt dann in einer Kontraktion im Rücken hinten. Das sieht man dann auch, wenn er den Pullover auszieht, ein bisschen besser. Ja. Aber da habe ich sehr, sehr wenig auszusetzen, wie du das machst. Da gibt es nur eine Glaubensfrage und beides ist richtig. Geht man aus der Schulterachse raus beim Hochgehen, also hoch, ja? Ja. Oder geht man nicht aus der Schulterachse raus? Beides ist für mich korrekt und beides ist für mich gut. Wenn ich eine absolute Latzschwäche habe und Teres Major und Minor und die Rhomboidee hinten eigentlich stark sind, dann versuche ich immer nicht aus der Schulterachse rauszugehen und wirklich aus den Latfasern nach unten ziehen, sprich in der Schulterfixierung zu bleiben. Ja. Mhm. Wenn ich da rausgehe, dann zieht im ersten Moment meistens nicht der Lat weg, sondern die Rhomboidee weg und Teres Major, Teres Minor. Das heißt, ich habe eine komplettere Rückenaktivierung, wenn ich aus der Schulterachse rausgehe, aber ich bin trotzdem ein Fan davon, wenn ich sage, ich würde es jetzt mit reinem Latfokus machen, dass ich wirklich in der Schulterachse bleibe, zwar komplett aufmache, aber dann rein aus dem Lat rausziehe. Das aber weder falsch noch richtig. Aber das wäre dann eventuell eine Anpassung, die ich eigentlich schon vornehmen könnte, weil ich sage, Lat möchte eigentlich ein bisschen gezielter nur erwischen, ein bisschen besser. Ja, aber bei dir ist es so, dass du sicher keine Dominanz in diesem
oberen, mittler, also in diesem oberen Rückenbereich Rhomboidee, Teres Major, Teres Minor hast. Da gibt es Wölfe, da gibt es Leute, die haben du extreme Muskelknäpfe hinten, weißt du, so die, diese zwei Tippel, die hinten ausstehen, ja, und unten dann nichts. Okay. Ja, für die, die sollten unbedingt in der Schulterfixierung bleiben. Bei dir, wo das alles relativ gleichmäßig ist und sogar so gar ein bisschen der Fall ist, dass der obere Rücken ein bisschen dichter sein kann, finde ich es gut, so wie du es magst. Okay, okay. Ja, gibt's für dich eigentlich Empfehlungen, was du sagst, für der Griffbreite? Weil da wird ja einmal viel hin und her diskutiert. Die Griffbreite ist vollkommen wurscht. Prater Griff hast kein prater Rücken, das ist vollkommen egal. Der Latt weiß nicht, wo du deine Hände hast. Was für einen Bratenrücken oder für endständige Faser wichtig ist, ist, dass du in die Latdehnung kommst. Mhm. Das heißt, die meisten Leute verschenken irrsinnig viel Faserpotenzial, das nicht über die volle BU gehen und das halt dann aus einer Verkürzung wieder runterziehen. Das heißt, die da wissen die endständigen Fasern nicht so. Für mich ist halt nur ein Punkt, wenn ich zum Beispiel zweit oder zehn greife, dass ich sage, okay, lass irgendwie Kraftpotenzial auf der Strecke. Das ist so ein Mittelding, ist für mich eigentlich optimal, dass ja, das Beste aus, ja, aus Gewicht und Technik rausholen. Ja, ja. Ja. Okay. Auch diese, ich mag auch die gebogenen Stangen zum Ende und nicht die geraden, weil diese gebogenen Stangen halt eher diese, weil so, der Latt ist ja im Idealfall diese runde Bewegung nach hinten. Ja? Mhm. Und diese gebogene Stange kognitiv führt eher dazu, dass ich da hinten schön zusammenkontriere, als eine gerade, wo ich dann meistens hinten nicht so zusammenkontriere und wieder mehr im Bizeps drinnen bin. Wenn man die Möglichkeit hat, würdest du so eine unilaterale Geschichte bevorzugen, wo du zwei Griffe hast und runder werden kannst? Ja, finde ich schon cool. Ja. Also finde ich den normalen Lattzug zu bevorzugen. Ja, okay. Ja, ohne Label sieht man einfach, dass sie wenigstens ein bisschen was tut. Ja, tut der mit Pullover. Okay, haben wir nur einen Satz? Du hättest Hülle einfach nur noch die Wampen vorne aushalten sollen. Damit ja, das war mir wichtig. Ich habe gesagt, Thomas, schau, dass die Wampen nicht voll aushaut vorne. Von der Perspektive. So die mega Trommel jetzt gerade. Ja, wäre urcool. Ja. Weißt du, das ist der Bauch da bei diesem violetten das aufliegt. So aufliegt. Ja, ja, genau. Classic Style. Ja, wäre eine schöne Illusion. Ui. Was hast du für Probleme in deinem Nacken hinten drinnen? Der darf ein bisschen Muskelfaser arbeiten, nein, der Off-Season. Ja, voll geil. Das wird interessant, wenn die Fetten weg ist. Ja, das ist jetzt auch total ästhetisch, wie man so diesen Hüftspeck da hinten sieht, wie du aufgestanden bist. Extra lang drauf geblieben. Danke, Thomas. So, schauen wir. Was haben wir jetzt schon? Warte mal. So, jetzt sind wir bei der nächsten Übung, beim engen Latzug. Generell, was hältst du generell davon, Stefan, wenn man das jetzt mal so offen anfängt? Ich bin der volle Freund von Untergriffplatzieren. Warum? Weil du echt total schön hinten zusammen kontrahieren kannst. Und die hier ab und zu meistens, wie man es bei dir eigentlich sieht, du blockierst die selber. Schau mal, du kontrahierst zwar jetzt beim Rücken, aber zum Schluss, die letzten paar Zentimeter der Bewegungen sind im Arm. Okay. Da passiert im Rücken nicht mehr so viel. Das heißt, du müsstest eigentlich viel mehr hinten die Schulterblätter zusammenschieben können. Ja? Das heißt, das ist eigentlich dir frei. Diese Bewegung geht mit dem Untergriff flatt ziehen, halt echt gut. Es geht im engen Griff schon auch, aber du bist da sehr, sehr, oder du bist hier jetzt mehr im Arm, als du es vorher warst. Aber haben wir nicht generell im Untergriff schon mehr, viel mehr Aktivierung vom Bizeps jetzt drinnen, dass ich sage, ich bin... Nein, es kommt dir nur darauf an, wenn du das als runde Bewegung siehst. Ja. Ja, und jetzt nicht das... das Wesentliche ist deine gedankliche Einstellung, was passiert im Zug. Ja. Ja. Wenn du jetzt nur daran denkst, diese Stange nach unten zu ziehen, wirst du alle Muskelketten dazu verwenden, um das einfach nur nach unten zu kriegen. Und dann ist es meistens, kommt meistens diese Abwinkelung vor dieser nach hinten Führung.
ja, und die Brust nach oben schieben. Wenn du aber daran denkst, dass du hinten einfach nur deine Schulterblätter kontrahieren willst zwischendrin, sprich, wenn du den Finger auf die Wirbelsäule legst, den zerquetschen willst und das nach unten zu schieben, spürst du so gut wie gar keinen Arm, weil der Arm einfach nur ein verlängerter Zughaken ist, der dir hilft, den Rücken hinten zu kontrahieren. Okay. Ist denn und das geht schon mit dem engen Griff auch. Aber ich finde, diese runde Bewegung ist da noch besser und deswegen liebe ich auch diese Hammer Strength Lat Pulldown so sehr. Weil die gibt sogar diese runde Kurve vor und da kannst du den Lat isolieren wie bei kaum einer anderen Maschine. So das gut. Da ist ja der Griff immer nur leicht abgeschrägt. Das heißt, du musst nicht ganz so mobil sein im Unterarm. Du musst erstens nicht ganz so mobil sein. Und diese runde, kurvige Bewegung ist halt ein echter Traum, um da wirklich tief unten in die Kontraktion reinzukommen. Wenn man den nicht zur Verfügung hat, bin ich, wie gesagt, eher ein Fan von so schulterbreit Untergriff, so wie es der Kattel eigentlich immer gemacht hat. Der hat immer 3 Millionen Sätze Untergriff Latzug gemacht. Gefällt mir besser als eng, aber eng ist auch okay. Das Wesentliche ist nur, dass du im unteren Punkt der Bewegung noch immer diese Rückwärtsbewegung hast und dass der untere Punkt der Bewegung dann nicht einfach nur... Okay, ja. Du ziehst es nach unten, indem du nur mehr den Arm abwinkelst, ja. Aber da hinten in der Ebene tut sich gar nichts mehr. Und dann ist das natürlich verschenktes Kontraktionspotenzial. Bist du eigentlich generell ein Freund davon, dass du sagst, okay, bei Latzugübungen, dass du bewusst einmal, also die Bewegung drin hast, aber gleichzeitig auch den Zug nach hinten, dass der einfach verschwindet. Ja, du brauchst beides. Deswegen für mich ist immer eine Übung von dem und eine Übung von dem drinnen. Okay, cool. Schauen wir weiter zur dritten Übung. Vorgebeugtes Langhantelrudern haben wir jetzt, glaube ich, im Plan. Ja. Das muss man natürlich mit nackten Oberkörper machen, anders geht es gar nicht. Ja, man muss ja was sehen auch. Was ich hier machen würde, ich würde den Kopf nach vorne haben und damit die Stabilität in der Brustwirbelsäule drinnen habe. Okay. Man sieht dann, wenn die Kamera nach hinten geht, du hast wirklich eine schöne Lat-Aktivierung drinnen. Also du machst das wirklich, wirklich gut. Aber damit die Stabilität in der Brustwirbelsäule habe und da oben nicht zusammenknicke, würde es mir mehr gefallen, wenn der Kopf gerade wäre. Weil ich halt mehr Aktivität da bist. Du bist jetzt ziemlich, ziemlich arg im Trapez oben. Du siehst das eh. Ja. Was auch okay ist. Also trotzdem könnte man da ein bisschen mehr Latt auch mitkassieren, wenn der Hals gerade wäre. Mit grad? Du versuchen würdest, ein bisschen nach hinten zu ziehen. Aber auf der anderen Seite, es ist jetzt schwierig zu sagen, wenn man jetzt einen allgemeinen Tipp geben will, ist das ja nicht falsch. Aber das ist jetzt definitiv mehr im Nacken zu Hause als im Latt zu Hause. Ja. Im Anbetracht dessen, dass wir vorher schon zwar recht Latt-intensive Übungen gehabt haben und wir jetzt eher Richtung oberen Rücken schießen, ist das okay. Den Kopf würde ich allerdings trotzdem gerade haben. Wenn ich gerne das Langhantelrudern mehr für ein Latt haben möchte, dann muss ich schauen, dass ich in der Bewegung eher nach hinten zirkt, anstatt dass du nach oben zirkst. Das heißt, es ist eher ein Zug nach hinten. Das heißt, das ist eigentlich wieder ein bisschen eine rundere Bewegung damit, oder? Ist wieder ein bisschen eine rundere Bewegung, so ist es. Ja. Und auch für mich ist verständnisvoll, jetzt mit Kopf gerade, meinst du echt Blick auf die Wand oder einfach den Kopf ein bisschen anheben, so eine natürliche Verlängerung? Ja, so, dass die Verlängerung der Wirbelsäule genau der Verlängerung der Wirbelsäule entspricht. Du schaust dir nach unten. Das heißt, das wären ein paar Zentimeter vorne nach oben und dann würde es... Ja, genau. So, dass die Wirbelsäule auch gesunde, physiologische Verlängerung ist und nicht abgeknickt und nicht. Man sieht ja relativ oft so Langhantelrudern mit viel mehr Schwung. Was würdest du jetzt sagen, ist okay oft, wenn man die Muskeln... Ja, kontrollierter Schwung ist immer okay. Nur 90% der Leute, die Schwung verwenden, haben keinen kontrollierten Schwung. Das ist der Punkt. Ja. Und wenn ich heute mit Schwung Langhantelruder und ich habe keinen leibernden Rücken, dann ist wahrscheinlich der Schwung das Problem, weil er nicht kontrolliert ist. Ja. Wenn ich heute so einen fetzen, braten Rücken habe und mit Schwung Langhantelruder und die anderen Übungen auch mit Schwung mache, dann wird es ein kontrollierter Schwung sein und die Zielbewegung kommt dort an, wo sie ankommen muss und das führt zum Wachstum. Das ist halt immer so eine Sache. Also ich kann jetzt nicht
einerseits den Schwung als Ausrede oder als Argumentation nehmen, der andere schwingt und hat so einen tollen Rücken. Schwung kann halt wirklich kontrolliert oder nicht kontrolliert sein. Ja. Aber definitiv ist es für Trainingsanfänger oder für Leute, die nicht so ein tolles Körpergefühl haben, geschickter Schwung außen vor zu lassen, weil es einfach schwer ist, Schwung zu kontrollieren. Ja, vor allem von Anfang an. Also, dass man Technik richtig lernt. Ja, so ist es. Schwung. Ich muss aber jetzt sagen, für meinen, ich würde eigentlich grundsätzlich, wenn ich die Möglichkeit wieder habe, würde ich trotzdem auf Rudern irgendwo aufgelegt wechseln. Tiber Rudern mit der Brust aufgelegt oder sitzend, wie immer, weil ich doch glaube, dass jede Stabilisation, die von mir aus dem unteren Rücken rauskommt, immer nur negativ zum Gesamtbild. Ich merke, wenn ich da drei Sätze mache oder was auch immer, dann ist der untere Rücken voll, dann ist der Arsch wieder da. Also, das ist halt jetzt irgendwie für mich eigentlich trotzdem nur Übergangslösung. Ja. Selbst da würde ich die Freiübung kicken eigentlich. So. Ja, sehe ich genauso. Ja. Das finde ich, hast du ziemlich kreativ und gut umgesetzt. Also ich habe da nichts, nicht wirklich was zum Aussetzen. Ich finde es wirklich gut, so wie du das da machst. Auch mit den Ellbogen relativ weit oben, weil ich sage, ich möchte einfach... Ja, genau. Also wenn du jetzt oberen, mittleren Rücken das als... So wie ich die Hero auch sehen würde, für diese Muskelketten, genau dort hast du die Hauptkontraktion. Sieht man wunderbar. Ja. Also eigentlich eine Übung, die sich relativ leicht mit weniger Equipment umsetzen lässt, weil Hero auf den ersten Blick hast du nicht immer eine gute Alternative. Hero ist eine von meinen absoluten Lieblingsübungen, wenn es darum geht, im mittleren Rücken- und Trapezbereich draufzupacken eigentlich. Aber ich muss sagen, ich war echt überrascht, wie gut das auch so stehen funktioniert. Stabilität ja, ist eine gute Sache. Wo man da schon dazu sagen muss, das machst du extrem gut, vor allem du haltest halt die Oberkörperstabilität, ohne dem das aufgelegt ist, wirklich Bombe. Und das ist schon ein bisschen die Schwierigkeit in dieser Übung. Dass du diese Oberkörperstabilität haltest und nicht die vom Gewicht dann, was die manövrieren lassen. Weil wenig Gewicht hast du ja jetzt nicht oben, aber der Oberkörper ist bombenfest getackert. Ja, ja, cool. Auf jeden Fall eine gute Alternative, finde ich. Ja, super. Lässt sich allerdings auch relativ gut, nicht jetzt nur mit der Stange, sondern auch mit einem Tau machen. Ja. Ist das als Alternative immer nur eine, wo du sagst, die kommt an vorgebeugten Langhantelrudern nahe oder sowas oder irgendeiner anderen Ruder? Nein, es ist ein anderer Bewegungszug. Schon, aber jetzt grundsätzlich... Also vorgebeugtes Langhantelrudern, wenn du so machst, wie es der Schwarzenegger gemacht hat, 90 Grad und wirklich Ellbogen oben und den oberen Rücken ziehen, ist das einigermaßen die gleiche Übung. Ja? Ja. Aber normales Langhantelrudern hat mit dem relativ wenig zu tun. Ja. Ja, und jetzt also normales Langhantelrudern, 45 Grad Langhantelrudern halt. Ja. Ja, letzte Übung, Überzüge. Da verschenkst irrsinnig viel Kontraktion hinten im Rücken. Da müsstest jetzt, wenn du unten bist, die Schulterblätter hinten zusammenführen und schauen, dass du im Lattbereich unten kontrahierst. Das heißt, du machst die ersten zwei Drittel der Bewegung und das letzte Drittel, oder die ersten drei Viertel der Bewegung und das letzte Viertel näher, indem du ziehst nach unten und hörst da auf und dann müsstest aber hinten noch... Kriege ich da wirklich nur so viel Kontraktion in Latte? Ich hab das Gefühl, 2-3 Zentimeter gehen da schon noch. Ich habe das Gefühl, da triff ich eigentlich hauptsächlich um ein Trapez und löst damit. Nein, wenn du die Schultern unten lässt, du darfst halt nicht die Schultern hochziehen lassen. Aber du musst die Schulterebene bleibt unten und dann machst du hinten, kontrahierst du noch einmal schön zusammen. Ja. Du gehst bis da und die 2 Zentimeter gehen dann noch. Okay. Da bin ich allerdings, ist mit dem Tau vollkommen okay, aber ich finde da wieder, da bin ich wieder mehr der Freund von einer Stange, aber das ist wahrscheinlich individuell ein Thema. Hat es einen ganz expliziten Vorteil, wenn du sagst, du ziehst mit der Stange? Das ist ich fühle mich einfach, wobei ich tue mir halt schwer, die Schulter, die gebrochen ist, da habe ich in dieser Aufwärtsbewegung, kann ich die kaum stabil halten. Die hupft mir immer außer. Okay. Deswegen muss ich, bin ich da damit den Seilen dann noch zu unsicher und das habe ich lieber mit der Stange und am liebsten natürlich mit einer Pullover-Maschine. Ja, okay. Aber keinen direkten Vorteil jetzt irgendwie. Also einfach Geschmackssache ein bisschen. Oder in deinem Fall. Das ist nur Geschmackssache. Das ist 100% Geschmackssache. Was fällt dir grundsätzlich ein zum Training jetzt, wenn wir mal. Ja gut, Rücken ist jetzt doch sehr komplett, hast du gesagt, du hast sicher eine für die besten Muskelgruppen, aber grundsätzlich
trotzdem auch ein stimmiges Training jetzt. Ja, absolut. Im Endeffekt für jeden da draußen, man sollte sich anschauen, wo sind die Vorzüge des eigenen Rückens und wo sind die Nachteile des eigenen Rückens. Dann sollte man, keine Ahnung, wenn man jetzt, ich sage jetzt einmal, man hat 6 Übungen zur Verfügung. Ja. Für die, die Grundmasse und Allgemeinmasse brauchen, die sollten auf alle Fälle heben. Ja. Ja, also ich bin schon ein Fan vom Heben, das gehört einmal drinnen. Und dann schaue ich halt dazu. Gebe ich zum Beispiel 2 Lat-Übungen ein, wo es eher um den Lat-Fokus unten geht, oder gebe ich 2 Übungen rein, wo es eher um obere Rückendichte geht. Das muss ich dann halt zusammenstellen. Eine Überzugbewegung würde ich immer drinnen haben, aber ob jetzt 2 oder 3 Lat-Übungen, 2 oder 3, nennen wir es jetzt dichte Übungen, drinnen habe, das muss sich jeder selber überlegen, indem er schaut, wo hat sein Rücken Vorteile und wo nicht. Grundvoraussetzung, damit das Ganze funktioniert, ist auch, wenn ich jetzt hauptsächliche Lat-Übungen habe oder rückendichte Übungen, dass ich dann auch in dieser Bewegungsebene kontrahiere. Es bringt nichts, wenn ich 3 Lat-Übungen drinnen habe und alle 3 nicht mit dem Lat, sondern mit dem Bizeps kontrahiere. Ja. Was ja öfter das Problem ist als die Anzahl der Übungen. Voll. Aber generell bei der Anzahl der Übungen gibt es für die Empfehlung wahrscheinlich irgendwo zwischen, man kommt davon. Ja, so 5 und 6 Rückenübungen sind schon okay. Ja. 4 und 6. Ja, sicher. Also 4 bis 6 irgendwo drinnen, genau. Ja, ich würde sagen, das war eigentlich auch für mich wieder sehr aufschlussreich jetzt gerade. Da ist wieder einiges hängen geblieben. Danke, Stefan, für deine Zeit. Wir haben jede Menge Expertenwissen wieder leicht verfügbar gemacht. Das freut mich wesentlich. Die Resonanz ist ja gut. Ja, taugt mir jedes Mal, wo wir ein bisschen Zeit finden, dass wir drüber plaudern. Voll, Ivan. Stefan. Schauen wir uns die anderen Sachen dann halt auch noch an. Ja, was fällt uns noch? Also wir haben jetzt Bizeps, wir haben Brust, wir haben Rücken, das heißt Beine werden noch folgen, ja. Haxen, Schultern und vielleicht den Trizeps einmal. Voll. Also, voll Beine. Beine ist halt auch interessant, was kann man mit begrenztem Equipment machen? Voll, ja. Also da hat jetzt im Moment ja sicher jeder die größten Probleme. Weil so Rücken, Brust, Schulter, das geht gleich einmal auch mit Minimal-Equipment. Ja. Aber bei Beine fällt einem halt dann doch irgendwie die Vielfalt. Und wenn man jetzt nicht unbedingt ein Squat-Rack zu Hause hat, ist das halt eine schwierige Sache. Voll. Und gerade Ausfallschritte mit dem Körpergewicht, das ist auch eher fad. Ja, irgendwann wird es extrem fad, ja. Ja, sicher. Wird extrem fad. Ja gut, dann hätte ich gesagt, wir machen die letzten Muskelgruppen auch noch durch. Wenn es zeitlich passt, würde mich voll freuen. Und ich sage wie immer, danke für die Zeit, Stefan. Gern, für dich. Schönen Tag noch. Tschüss, Baba. Und das war es jetzt wieder mit einem weiteren Technikvideo gemeinsam mit Stefan. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oder ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr es auf jeden Fall mit jedem Kauf von Vario-Produkt direkt bei gigasnutrition.com machen oder später im eigenen Webshop unter outfit.at. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf jeden Fall und wir sehen Sie beim nächsten Video.